In meinem letzten Video habe ich wieder etwas den Tap-Aufbau geübt und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ein Tap abbaut. Und damit meine ich nicht einfach abbauen, sondern eigentlich das mühsame Zusammenlegen. Und vielleicht sieht das Zusammenlegen eines Tabs bei euch ja auch so oder so ähnlich aus. Ja, und ich habe eine Methode entdeckt, mit der das Zusammenlegen eines Tabs viel, viel schneller, sauberer und meiner Meinung nach auch effektiver geht. Und die zeige ich euch genau jetzt. Und zwar hat jedes Tab einen Mittelpunkt. In meinem Fall ist der leicht zu finden, denn hier genau in der Mitte ist die Naht und ganz in der Mitte ist sogar hier eine Schlaufe. Also für meinen Fall ist der Mittelpunkt ganz einfach zu finden. So, und wenn ihr den Mittelpunkt habt, dann macht ihr Folgendes. Ihr schnappt euch die eine Seite, legt es ein bisschen in die Lippe rein einfach, dass auch auf der anderen Seite das Ganze ein bisschen in die Mitte rein. Und dann stellt ihr euch einfach in die Mitte und nehmt mit einer Hand die beiden Ecken hier in die Hand und mit der anderen Hand schnappt ihr euch einfach unten die Mitte und zieht das Ganze nach hinten. Zieht das Ganze nach hinten und trara, einfach perfekt zusammengelegt, sodass ich hier jetzt das einfach niederlegen brauche. So. Und dann einfach noch einmal in der Mitte zusammengeklappt, noch einmal und fertig und dann aufgerollt. Ich zeige es euch noch einmal. Also, ihr sucht euch den Mittelpunkt, der ist hier, legt die eine Ecke ein bisschen rein, die andere Ecke ein bisschen rein, dann stellt ihr euch in der Mitte rein, ihr müsst nicht aufs Tab gehen, ihr könnt auch hier mit den Füßen unten drunter fahren, wie ihr wollt. So. Schnappt euch hier diese zwei Ecken hier in eine Hand und mit der anderen Hand greift ihr unten drunter, schnappt euch die Mitte und zieht es einfach durch. Und schwupps, haben wir hier einfach perfekt zusammengefaltet das Tab, dass ich es dann noch einmal so zusammenfalten kann und noch einmal und jetzt rolle ich es auf. So schnell habe ich noch nie ein Tab zusammengelegt. Ja, ich hoffe, dass euch dieser kleine Tipp ein wenig hilft. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.